Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen. Wir spielen weiter The Last Guardian. Beim letzten Mal sind wir ja aus purer Doofheit eigentlich 1000 Tode gestorben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir haben es geschafft, wir haben uns hier von außen rum durchgehangelt. Wir mussten nur den richtigen Eingang finden. Und das putzige Tierchen hier, das so dekorativ an dem Gitter kratzt, ist Trico. Trico müssen wir jetzt hier reinlassen. Dazu schätze ich mal, müssen wir irgendwie einen Schalter oder sonst was finden. Das Problem ist gerade, dass mir die Kamera nicht zeigt, was ich hier als nächstes tun kann. Es ist gerade, ich hänge mich mal hier einfach runter und hoffe, ich kann loslassen, ohne zu sterben. Das ist schon mal sehr gut. So, hier haben wir doch den Schalter. Den betätigen wir doch gleich. Jawohl, ja. Na, alles gut, Trico. Guck mal, da hinten ist auch gleich dein Belohnungsfass. Wobei Belohnung? Ey, ich bin hier die ganze Zeit geklettert. Du stehst ja nur rum und kratzt am Gitter. Hier, komm, hol's dir. Oder auch nicht. Nicht so faul und nicht wieder damit spielen. Friss es. Nein, nicht mit dem Essen spielen. Fressen. Ja, nicht anstupsen, fressen. Kommst du nicht dran? Ja, wie geil ist das denn? Bist zu breit. Oh. Kommt da nicht dran. Der kommt hier nicht rein. Ist das geil. Warte, ich bring's dir. Ich bring's dir, ja. Ist ja gut. Komm, geh mal zur Seite. Hier bin ich. Ich sehe ein großes Hinterteil. Jetzt steckt er fest. Na prima. Also toll gemacht, Trico. Ja, rückwärts. Trico. Was tust du? Wenden wahrscheinlich. Ich habe hier ein Fass. Ist ja gut. Mach nicht so ein Radau. Da. Fass. Friss. Kommst du schon wieder nicht dran? Sag mal, wie doof bist du eigentlich? Dann komm her. Auf. Auf. Jetzt kommst du aber dran, oder? Geht doch. Also wirklich. Nicht damit spielen. Du machst mich fertig. Was war denn das? Das hüpfende Fass. Trico! Friss es! Nicht damit spielen! Nicht mit dem Essen spielen! Wir gehen gleich weiter, wenn du es nicht frisst. Hallo? Willst du mich verarschen? Na also, geht doch. Mann, 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 Mann. Kommst du mit schon einem Schwanz hier ums Eck? Klappt das? Ja, klappt.
Sehr schön. Wie hast du denn das gemacht in der engen Höhle? Naja. Oh, ich glaube, das kenne ich. Ich glaube, ich erinnere mich. Ich glaube, ich will nicht weitergehen. Und ich glaube, Trigo will auch nicht unbedingt. Okay. Okay. Atie Tebo, Inakina, Otrikuno. Ja, ja, ich erinnere mich. Hilfe! Beim ersten Mal hat mich das total überrascht. Kann ich ihm überhaupt entkommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gab eine Trophäe, dass ich ihm sehr lange entkomme. Jetzt habe ich natürlich nicht auf die Zeit geachtet. Wie lange muss ich ihm entkommen? Ich muss ihm recht lange entkommen. Ich glaube, so eine halbe Minute oder so. Aber habe ich die schon? Kann ich mich nicht einfach an ihn dranhängen? Wie lange renne ich denn hier schon? Hilfe! Oh oh, oh oh, oh oh! Das wird gerade gefährlich. Hilfe! Ich habe jetzt gerade am Anfang leider nicht auf die Zeit geschaut. Wie lange muss ich ihm entkommen? Hilfe! Ist aber zum Glück nicht schwer. Ich meine, okay, ich werde hier die ganze Zeit immer wieder mal umgeschubst, aber... Ja, doch, ich sollte ihm lang genug entkommen sein. So, wir rennen jetzt mal hier lang. Da geht's aber leider nicht weiter. Und damit... Hilfe! Genau das. Nicht nett.
very cool. Ich will ehrlich gesagt nicht wissen, wie ich da wieder rausgekommen bin. Ganz ehrlich. Ich kann einfach auf den Wurm touren. Ateye Tanakyan, Agui Magak, Ateye Tum, Ahino Rokui Nozi, Agyati Gomau. Hast du den Spiegel gefressen? Wirst du den wohl wieder auskacken? Böses Trigo. Böses, böses Trigo. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter, wenn du pennst? Ah, ich weiß. Genau, Kopf unter können wir das natürlich auch machen. So, nö, hier ist finster. Hier ist stockfinster. Wo komme ich denn jetzt hin? Hm? Ah, hier ist was. Immer schön durch die Kanalisation. Ja, die habe ich auch sehr gemocht, die Viecher. Akarie Tizi, Oisonichi, Ai Oroi, Onozi, Awizi. So, hier links rum. Und jetzt? Hm. Da geht's weiter. Was haben wir hier? Wahrscheinlich gar nichts. Ich meine, wir können ja, wenn Trigo schläft, nicht mal Fässer irgendwie. Ja, kriechenderweise können wir sowieso keine Fässer einsammeln. Da müssen wir da lang. Ja, aber diese Rüstung habe ich auch sehr gehasst. Aber ich habe später in einem Speedrun, ich habe nicht alles gesehen, ich wollte nur mal sehen, den Part, die Teile, die ich gespielt habe, wie die im Speedrun aussehen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man das so schnell durchspielen kann, aber man kann. Ich wusste, hab dann hinterher gelernt, gesehen, dass ich es komplett falsch gemacht habe. Geht auch, aber dauert ewig. Werdet ihr dann sehen. So, jetzt machen wir hier erstmal. Na, wirst du wohl festhalten, Junge. So, jetzt haben wir hier aufgemacht. Jetzt können wir da theoretisch durch. Praktisch ist das eine scheiß Idee, aber wir müssen. Habe ich mir wehgetan? Nee. Gut. Genau deswegen. Das ist eine scheiß Idee. Trigo! Mach mal kurz einen Prozess mit denen. Ist immer gut, die Rüstung zu Trigo zu jagen, weil genau. Dann sind die ganz schnell Geschichte. Ansonsten wird es nämlich eklig für einen. Man kann ihm zwar helfen, aber ich glaube, Trigo macht das ganz gut da. Zack.
So, gibt's noch mehr? Und jetzt muss man Trico ein bisschen beruhigen. Weil sonst... Atietis Nufo Nezi Otu Oroi Otrikono Atiajik Ino Tuku Yano Keti Astu Agutrikono Awizi. Jetzt muss man ihn streicheln. Streicheln ist halt leicht gesagt. Ganz ruhig, Kleiner. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich sitze da im Fell und streichel. Alles wieder gut? Alles wieder gut. Ja, braves Trico. Komm, wir gehen weiter. Hast du noch irgendwo Speere oder so stecken? Manchmal kriegt er von den Kämpfen Speere ab, die man wieder rausziehen muss. Scheint aber alles gut zu sein. Da ist er wieder wach. Was auch immer jetzt mit uns passiert ist, ich weiß es nicht. So weit habe ich noch nicht gespielt. Wie gesagt, ich will nicht wissen, wie der Junge da wieder rausgekommen ist. Okay. So viel dazu. Hier haben wir eine Falltür. Hier haben wir einen Balkon. Mhm. Kann man hier an irgendwas ziehen? Kann Trico außen rumkommen? Nee, der bleibt lieber da. Es ist auch wieder ein Bild für die Götter, echt. Jo. Es ist echt ein Bild für die Götter. Das ist doch eine Falltür, oder? Was kann ich denn hier machen? Da ist was. Wie komme ich denn da dran? Ich tanze dir mal auf der Nase rum. Ah, okay. Und jetzt? Nee, das bringt nichts. Ich glaube, das bringt nichts. Stoßen? Ich will niemanden stoßen. Nee, ich glaube, das bringt nichts. Nee. Sind irgendwie da oben an diese Kette dran. Hm. Aber da brauche ich Trico für. Da komme ich doch allein im Leben nicht hoch. Na? Nee, du bleibst da. Oh, ich komme da nicht hoch? Kann ich da hochklettern? Nee. Irgendwas zum Hochklettern? Nichts? Ha. Da steckst du gut, Junge. Aber hier komme ich doch auch nicht weiter hoch, oder? Aha! Okay. Wo lande ich jetzt? Stockfinstern. Aha, aha, aha. Okay. Ja, gut.
Ich kann hier von einer Seite auf die andere wechseln über Trigo. Muss ich aber nicht unbedingt. Was bringt mir das dann? Tja. Und jetzt? Kommen wir doch auch nicht weiter. Nö. Das bringt uns hier doch gar nicht weiter. Ah, guck mal da. Ey, gucke mal da. Ey, gucke mal da. Das sieht doch gut aus. Oje, oje, oje. Und jetzt noch die Kette erwischen. Was haben wir jetzt damit bewirkt? Dass, falls wir fallen, wir normal hochklettern können. Na gut. Dann wollen wir mal wieder ins Freie. So, wie kriegen wir Trigo hier hoch? Manchmal reicht Brüllen. Was ist das? Ah! Komm her! Da sind wir doch hergekommen. Ja, hier oben. Hier. Ey! Hier bin ich. Ja, genau. Oh, oh. Oh, 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 Trigo! Tu dir nicht weh. Brav, Trigo. Okay. Dir scheint's hier zu gefallen. Ist das schön. Okay, dir scheint es wirklich zu gefallen. Das sind Fässer in der Nähe. Oder sind die Schmetterlinge hier Deko? Schön hier, ne? Da hoch? Wo willst du denn hin? Da oben ist was? Und nun? Da auch? Oh! Okay! Okay! Ach, da bist du plötzlich nicht mehr wasserscheu, oder was? Okay, ich weiß wieder, was das war.
Trico kriegen wir nämlich nicht mehr weg. Weil die hier anscheinend sowas wie Katzenminze brauen. Keine Ahnung. Jedenfalls wird Trico davon komplett gaga. Wie man sieht. Und solange das hier vor sich hin räuchert, wird er da auch nicht abhauen. Das müssen wir erstmal loswerden. Ne? Schnuggelchen. Das findest du cool, wa? Gut, aber wie... Guck mal, dein Schwanz wird ganz nass. Das ist so ein geiles Bild. Na gut, aber wie wir Trico dazu mal reden, seinen Kopf wieder da rauszuziehen, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ja, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich finde das so genial, dieses Bild. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und falls noch nicht geschehen, lasst doch mal ein Abo da. Bis denn. Ciao.